Hallo, wir sind im Jahr 2050 und alles läuft schneller. Immer in Bewegung befinden wir uns in unterschiedlichen Regionen der Welt. Wie könnte sich aber ein Deutschkurs daran anpassen? Nicht mehr der klassische Unterricht. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Herstellung unserer ehemaligen Zeitschrift Dimoklade, das Modulblatt der Klausenburger Deutschlerner und Deutschlernerinnen. Sie ist inzwischen zu einem Blog geworden, wozu jede Lernerin und jeder Lerner beitragen kann. Und nun, lass uns alle Stationen der Redaktion ein bisschen entdecken. Hier in unserer Ad-Hoc-Geschichte-Station denken wir uns lustige Geschichten aus, die zu den vorherigen Sätzen einen Sinn ergeben. Als Teilnehmerinnen freuen wir uns darauf, am Ende der Sitzung eine Geschichte vor uns liegen zu haben. Genau, und danach könnte diese Geschichte in unserem Mokade-Blog in einem eigenen Abschnitt veröffentlicht werden. Vielen Dank. Dann die zweite Station. Es geht aber hier nicht nur um Texte, sondern auch um Musik, Film oder Social Media Inhalt. Ich teile mit euch eine kleine Passage unseres letzten Liedes. Das Stück steht auf der zweiten Position. Abnahme wäre es bei Konnektoren. Der erste Buchstabe der Substantive kreuz geschrieben und die richtigen Artikel sollte man trainieren. Als nächstes kommt die Bearbeitung von Grundmaterial entweder zu einem Reel, einem Podcast oder einem Film. Wir versuchen, aktuelle Themen in Bezug auf die deutsche Sprache und Kultur auszuwählen. Außerdem haben wir immer viel Spaß beim ganzen Prozess. Vielen Dank. Jetzt kommt die dritte Station, hier oben. Der nächste Schritt, also die Auswahl der Texte und des Multimedia-Inhaltes, ist immer schwer. Die kommenden Titel dieses Monats sind zum Beispiel die Geschichte des freundlichen Hasen und der TikTok, wenn du ein Deutschlernen-Bewusstsein entwickelst. Und aus dem freundlichen Hasen haben wir einen Satz genommen und lassen ihn mit der künstlichen Intelligenz überprüfen. Wir haben zwei Chatbots benutzt und entscheiden dann, was bleibt. Genau, zu guter Letzt veröffentlichen wir die Endgestalt auf unserem Blog und in sozialen Medien. Jede Person, die sich auch aktiv in diesem Projekt engagieren möchte, ist in unserer virtuellen Redaktion willkommen. Vielen Dank.